So, ich habe heute ein Gartenprojekt vor. Dann wollen wir mal schauen. So, und zwar hier ist eigentlich so unsere Chillzone, ne? Und da, wo jetzt der Sonnenschirm steht und wo Erde ist, da war The Big Bush. Nicht George, sondern der hier. Und zwar mit eingegrabener Badewanne. Ne? Der war da eingegraben. Und ja, den hatte unser lieber Nachbar gestern mit uns zusammen rausgeholt. Eigentlich hat er zu 90% das Ding rausgeholt, weil ich Hexenschuss hatte. Und hier soll jetzt unsere neue Chillingzone entstehen, weil da vorne, wo die auf der Terrasse, wo die Stühle stehen, da steht so ab Mai der Whirlpool. Und hier unten war dann so die Fläche, wo wir Liegestuhl und Tischchen und Tettere so aufgestellt haben. Und auch wenn wir Besuch hatten, das einzige Pärchen, was uns besucht, wo wir immer Kontakt zu haben, dann war das durch den Riesenbusch etwas eng. So, und das ändern wir jetzt. Und jetzt möchte ich eigentlich hier einen kleinen Tisch bauen, wo der Sonnenschirm oben rausguckt und da rundherum ist dann ein Tisch, wo man Sachen abstellen kann. Und das muss ich jetzt erstmal ausmessen. Gucken. 40 mal 40 und eine Höhe 35, sagen 45, 45 hoch, 40 mal 40. So, als erstes mache ich mal die Beine, 90, und weil ich so wenig Platz habe bei den Sägen, teile ich den jetzt erstmal in der Mitte, der ist 2 Meter, dann habe ich zwei 1 Meter Stücke, die kriege ich besser gehandelt. Und dann schneide ich 2 x 45 cm für die Beine ab. Das wäre erledigt. Das sind jetzt unsere Beine. Die mache ich jetzt. Die werde ich jetzt noch schön abschmirgeln und dann kümmere ich mich mal um die eigentliche Tischplatte oben. Und dann muss ich ja auch da in der Mitte die Lochung reinmachen, damit der Schirm da durchpasst. Und dann werde ich mir noch überlegen, wie ich die Seitenverstreben mache. Da muss ich mal gucken, was ich noch an Holz habe. Ich habe da aber noch Balken, nicht aus dem gleichen Material. Das ist ein sehr gutes Material hier. Ja, schauen wir mal. Ne? Ihr wisst ja, ich habe keinen Plan. Ich mache einfach. So, die Beine sind fertig. Und jetzt geht es darum, die Verstrebung zu bauen. Dafür nehme ich dieses Holz, 40 cm müssen die sein. Und das werde ich dann jetzt mal eben sägen. So, die haben wir jetzt auch fertig. Ist auch noch ein bisschen abschmirgeln. Und dann sollen die halt hier zwischen. Eine kleine Werkbank ist schon, naja, aber egal. So. Die sollen hier zwischen und hier soll genau so viel Abstand sein, nach unten hin, wie die Dicke des Sonnenschirmständers. Dass also die Füße schon auf dem Boden sind, aber ich mache die hier unten dran, damit die der ganzen Sache Stabilität geben. Und weil der Rasen ja auch nicht ganz eben ist, unter Umständen auch dafür sorgen, dass das gerade steht, besser steht. Ich habe den hier
festgemacht, dann Leim drauf gemacht und hier an der Linie ausgerichtet und dann hier festgespannt. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich will aber auch versuchen, zum ersten Mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Begriff dafür ist, mit diesem System hier das mit Schrauben auch noch festmachen. Aber da muss ich mir gleich erst noch mal angucken. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe das vor einiger Zeit bestellt. Und wie das so ist, mein Freund sagt immer, haben ist besser als brauchen. Und ja, so sind dann eben ein paar Sachen, die ich noch nie benutzt habe. Aber das wäre jetzt mal eine Gelegenheit, das auch noch zusätzlich hier mit dem System zu schrauben. Aber das gucke ich mir gleich an. Jetzt mache ich erst noch mal das hier fest. So, ich habe das jetzt hier schön festgemacht und probiere das jetzt mal aus. Schrauben. Hier kann auch was mehr rein. So, jetzt der Leim. Und die Holzklötzchen hier. Jetzt habe ich das mit dem System mal gemacht. Ich hoffe, man sieht es so. Der Witz ist, ich kann gar nicht alle jetzt befestigen, weil in der Kiste mit diesem System, ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet hat, ich glaube 28,95 €, ich hole sie mal eben. Das ist der Karton. Ich hoffe, man kann das jetzt so sehen. Das ist ja eigentlich das Wichtige an der ganzen Geschichte. Das ist da drin. Und von diesen Holzdingern sind gerade mal 10 Stück drin. Da hätte man mal vielleicht nicht ganz so geizig sein sollen. Mal so ein 50er Beutelchen dabei, ne? Zu dem Preis. Jetzt muss ich natürlich, okay, die Schrauben ist jetzt wieder was anderes. Da waren auch nur 10 Schrauben bei. Schrauben hat man ja auch in der Größe, aber naja. Der Rohbau ist fertig, das Gestell ist fertig und jetzt muss ich überlegen, was ich oben für eine Platte drauf mache, aber jetzt mache ich hiermit erstmal Schluss. Ich habe heute, ja, das werdet ihr in einem anderen Video sehen, so viele Rückschläge gehabt, dass ja, deswegen, ich habe jetzt die voll, ne? Ich wünsche euch was. Ja, moin Leute. Es ist Montag, es ist herrliches Wetter, Sonnenschein, irgendwie 14 Grad oder so. Also warm genug zum Arbeiten, da muss man nicht so schwitzen. Und es geht an meinem Tischchen für den Sonnenschirm weiter, für unsere Chill-Ära, wenn es denn dann soweit ist und wir den Whirlpool mal wieder aufbauen können. Ja, ich habe mich also entschieden, ich nehme nicht das gute Douglasienholz, sondern ich nehme einfach hier im Baumarkt diese Kiefernplatten und wenn die dann entsprechend glasiert sind mit Holzschutzmitteln und Abperleffekt, dann dürfte das ausreichen und wenn das in 2-3 Jahren nicht mehr der Fall sein wird, dann mache ich eben was Neues und was anderes. So, zack, zack, geschnitten. Das ist ja nur ein Klacks und jetzt wollen wir so mal ein bisschen.
probiere es jetzt doch mal. Ich habe ein altes Brett drunter gelegt, die Schraubzwingen nochmal richtig festgemacht. Und das ist ein sehr, sehr guter Bohrer. Der war auch sehr teuer, der ist sehr scharf. Mal schauen, ob ich das so hinbekomme. Ja, fast durch und sehr sauber. Ja, da bin ich im Totenbrett. Das kann sich doch sehen lassen, ne? Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. Wunderbar. Klein bisschen schmieriger, aber an sich sehr, sehr sauber. Und das macht eben halt doch einen hochwertigen Bohrer aus, der sehr scharf ist. Ja. Damit bin ich zufrieden. So, das Gestell ist fertig. Die Tischplatte ist vorbereitet. Und jetzt geht es erstmal ans Lackieren. Ne? Beziehungsweise die Holzlasur. Witterung und UV-beständig. Witterungs- und UV-beständig. Die werde ich jetzt auftragen. Damit habe ich erstmal ein bisschen zu tun. Vor allen Dingen trocknet die sehr schnell, weil tolles Wetter. Ja, das Prunkstück ist fertig, also der Rahmen ist fertig, fertig gebeizt, das meine ich damit. Ich bin echt zufrieden damit, mit dieser Holzlasur. Ich habe die ja schon mal erwähnt, als ich mein Bienenhotel gebaut habe. 5 Kilo Pott, 10 Euro von Aldi. Ja. Mir gefällt auch der Farbton sehr gut. Jetzt will ich nur mal gucken, die Tischplatte, die will ich in einer anderen Farbe machen, dass das so ein bisschen davon sich abhebt. Aber ich werde es gleich, wenn das trocken ist, erstmal dahin stellen an den Sonnenschirmständer, wo es zu stehen kommt, weil ich die Platten dann so anpassen werde und dran schrauben oder dran leimen werde, dass das Loch auch genau um den Sonnenschirm passt und da nichts schief geht. Dazu später. So, mal einmal Probeaufstellung. Hier soll es stehen, an dem Sonnenschirm. So, die Tischplatte muss ich noch dran schrauben und ich will die noch in einer anderen Farbe lackieren. Und das mache ich dann. Das Grundgestell war ja fertig und jetzt geht es an die Tischplatten. Und die lackiere ich jetzt erstmal. Und zwar in Grau. Das ist für Carports und Pergolen, Dauerschutz für Außen und Innen, elastisch, tropfengehemmt und so weiter. Das nehme ich jetzt und dann habe ich eigentlich vor, wer gesehen hat, dass ich einen Boxenständer gebaut habe für so eine GBL-Box, der hat gesehen, dass ich das mit so einem Speziallack lackiert habe. Ich hole mal eben die Dose. So, und das ist, das sieht so aus, so marmoriert. Ich gucke mal, ob man das sehen kann. Das fände ich super cool,
Hier ist es auch auf der Pappe. Aber die Dose ist nur noch halb voll. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Ich glaube nicht für die große Fläche. Und deswegen sagt meine Frau da, Mensch, dann mach doch einen Grund grau und dann sprühst du da so ein bisschen von drauf. Das sieht bestimmt cool aus. Ja, Entschuldigung. Ja, genauso werde ich es jetzt machen. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal hiermit streichen. Das ist ruckzuck trocken, weil die Sonne super hier scheint. Und dann versuche ich das mal noch so einen Effekt reinzukriegen. Das ist trocken. Jetzt nehme ich den Sprühlack und meine Spezial. So. Na, eigentlich müsste das doch genormt sein, ne? Und dann probieren wir mal. Ist ganz gut. Die Büchse ist leer und wenn das trocknet, sieht das richtig cool aus. Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder. Nächster Tag. Ich finde den sehr, sehr gelungen, den Tisch. Das Muster gefällt mir richtig gut, aber ich habe einfach noch darüber nachgedacht. Ich habe hier ein Klarlack Acrylspray und der ist für Indoor, Outdoor wasserabweisend und das werde ich jetzt mal einmal damit lackieren, weil es herrliches Wetter, es ist sonnig, es ist ein ganz klein bisschen Wind. Dann trocknet das auch schnell, weil ich weiß nicht, auch wenn hier drauf stand, dass es für innen und außen ist, wenn da jetzt Dinge drauf kommen wie Kaffee oder Wein oder Cola oder whatever, dann wird der vielleicht auch fleckig und das will ich so lange wie möglich verhindern. Schönen Griff dazu und dann wollen wir mal loslegen. Ich hole die Kamera mal was ran. Ja, jetzt kann die ganze Geschichte trocknen. Da ist fast die ganze Dose bei drauf gegangen, aber wenn es dafür länger hält, ist es doch gut. Es war ein kleines und sicherlich kein kompliziertes Projekt und vielleicht denkt der eine oder andere, ja, was hat er da schon gebaut, weiß ich nicht. Aber ich freue mich drüber und mir hat es Spaß gemacht und schon alleine diese Geschichte mit dem Lackieren, erst dieses Grau zu nehmen und dann diesen Effektlack und jetzt auch nochmal mit Acryllack überziehen. Das war für mich eine interessante Geschichte. Das Ergebnis finde ich fantastisch und wir werden uns sicherlich im Sommer über diesen Tisch freuen. So ihr Lieben, ich danke
für euer Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein Abo habt, ja, ich freue mich über jedes Abo. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Projekt. Ist schon in Arbeit, fange ich gleich mit an. Bis dann.